Wechsel des Vorstands beim Kommunalen Arbeitskreis Filder. Ab heute, den 1. Mai 2017, übernimmt Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub turnusgemäß den Vorsitz von Denkendorfs Bürgermeister Peter Jahn, wie in einer Pressekonferenz am 24. Mai bekannt gegeben wurde. Der KAF hat sich in seiner ursprünglichen Form bereits vor 50 Jahren, nämlich im Jahr 1967, zusammengeschlossen. Damals ging es maßgeblich noch um die Nachbarschaft zum Flughafen, Erweiterungsabsichten, die der Flughafen damals hatte. Das war die Initialzündung, damals für die Filderkommunen sich zusammenzuschließen. Die Idee ist geblieben, der Titel Kommunaler Arbeitskreis Filder hat sich danach entwickelt. Es geht heute darum, die gemeinsamen Interessen der Filderkommunen zu bündeln, auf den Punkt zu bringen und dann letztendlich auch nach außen zu vertreten. Der kommunale Arbeitskreis Filder beinhaltet Kommunen, die Gebietsflächen auf den Fildern besitzen, also Ostfildern, Leinfelden, Echterdingen, Filderstadt, die Gemeinden Neuhausen und Denkendorf sowie Flächenpotenziale der Landeshauptstadt Stuttgart und der Stadt Esslingen. Im Moment geht es darum, den Landschaftsraum Filder, der vor einigen Jahren schon beschlossen wurde, dann tatsächlich noch seiner Vollendung zuzuführen. Wir haben ständige Themen, die wir behandeln, die sich insbesondere daraus ergeben, dass wir eine erhebliche Verkehrsproblematik haben. Wir haben eine gemeinsame Position entwickelt zum Entwurf der Region, des aktuellen Regionalverkehrsplans. Das sind Dinge, mit denen wir uns im Moment befassen. Ein Projekt, das noch etwas in der Zukunft liegt, ist die internationale Bauausstellung 2027. Auch da will der KAF mit einem Projekt auffahren. Der neue und der alte Vorstand des kommunalen Arbeitskreises Fildern mit dem Geschäftsführer Reinhard Mold, gleichzeitig Bürgermeister der Stadt Filderstadt. Zum Tag der Arbeit fand auf dem Esslinger Marktplatz wieder die Kundgebung des DGB statt. Redner wie DGB-Kreisvorsitzender Gerhard Frank und der neue Geschäftsführer vom Verdi-Bezirk Vilsnecker-Alb, Benjamin Stein, sprachen unter dem Motto, wir sind viele und wir sind eins. Bei strömenden Regen waren zahlreiche Bürgerinnen und Bürger gekommen, um sich an den vielen Ständen und den Reden auf der Bühne zu informieren. Das Thema, das heute rüberkommen musste, war das Thema, dass Rente im Lebensalter auch wichtig ist und dass wir das Thema auch im Bundestagswahlkampf platzieren müssen, dass sich hier an dem Thema was ändert. Für uns als Gewerkschaften und dadurch eigentlich auch für die gesamte Bevölkerung muss es unser wichtigster Tag sein. Der ist international anerkannt und wir wollen damit auch für die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer im Land ein Signal setzen, dass wir es sind, die die Werte schaffen und die der Wertefaktor in der Republik auch sind. Naja, beim 1. Mai ist es beim schlechten Wetter immer schwierig. Bei gutem Wetter ist es auch nicht einfach, weil dann gehen die Leute wandern oder eben auch in die Hocks, um sich dort vorzutreiben. Deswegen war ich heute sehr überrascht, wie viele doch gekommen sind, um am 1. Mai einer Veranstaltung des DGBs zu lauschen. Und deswegen bin ich ganz froh über die Kolleginnen und Kollegen, die heute den Weg hierher gefunden haben nach Esslingen. Beim anschließenden Maifest konnte man der Band Die Söhne im Mai lauschen und sich bei den zahlreichen Infoständen über geplante Aktionen informieren. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Wer hat den besten Most im Keller? Diese Frage stellten sich am Samstag in Bissingen wohl einige. Alle zwei Jahre prämiert der Obst- und Gartenbauerverein in Bissingen den besten Most und seinen Erzeuger. Sechs Experten beurteilten die Mostproben nach einem abgestuften Punkteschema. Auch Bürgermeister Marcel Mushoff gehört zu diesen Experten. Das ist natürlich schon was ganz Besonderes. A, dass es nur alle zwei Jahre stattfindet und B, ist man mit lauter Experten sozusagen rund um den Most beieinander. Und ich bin da tatsächlich nicht gerade der berufenste Mund. Also ich bin auch immer der, der sich ein bisschen an den anderen orientieren muss. Aber das ist natürlich eine ganz tolle Sache und geht so über den Nachmittag dann in den Abend rein. Und eigentlich ist es wirklich eine wunderbare Veranstaltung für uns. So wurde bereits am Mittag der Most der 24 Teilnehmer einzeln gekostet. In neutralen Flaschen wurde der abgefüllte Most ausgeschenkt und bewertet. Dabei zählt aber nicht nur der Geschmack. Das ist zum Ersten ist es einmal die Farbe des Mostes, ob die Farbe natürlich ist. Wenn ein Most bereits oxidiert ist, also praktisch hinübergeht, zu viel Sauerstoff gezogen hat im Fass, was bei warmen Kellern und so weiter vorkommen kann, dann bekommt der Most eher eine bernsteinfarbige Farbe
Und das ist also kein gutes Zeichen. Ein Apfelmost hat in der Regel eine dunklere Farbe als wie ein Birnenmost, der mehrere helle Farbe hat. Was jetzt die schönere Farbe ist, das ist jetzt relativ. Ein Birnenmost ist eben hell und ein Apfelmost ist farbiger von der Farbe her. Leider wird das Nationalgetränk der Schwaben viel zu selten heutzutage noch produziert und konsumiert. Darum wünscht sich der Vorsitzende des Vereins, dass die Leute erkennen, ich habe das vorher schon angedeutet, dass der Most in der Öffentlichkeit nicht gerade der beste Ruf hat. Weil es da auch mordsmäßige Semserkrebsler und weiß der Kuckuck was da einen Geber hat, beim Wein, wenn man das vom Wein übernimmt mit dem Semserkrebsler. Und da muss man dran arbeiten. Und ich würde mir auch wünschen, es gibt bei uns in der Region, ich bin 74 Jahre alt, ich habe da nach dem Krieg ein bisschen etwas mitgekriegt, da war der Most, hat man da praktisch in jeder Wirtschaft, ist da mit Most ausgeschenkt worden. Heute findet man nur noch ganz wenige Wirtschafter, wo Most ausgeschenkt wird. Und wie ich den Eindruck habe, könnte man auf diesem Gebiet, gerade in der Wirtschaft, noch einiges bewerkstelligen. Bloß muss es natürlich ein guter Most sein und nicht irgend von dem, was ich Ihnen vorher gesprochen habe, dass es so ein Risch, der wo im Semmertender reinzieht. Ja? Auch in 2 Jahren werden wieder die besten Mostproben beurteilt. Und vielleicht gibt es bis dahin wieder einige Teilnehmer, die ihren Most zur Beurteilung nach Bissingen bringen. Zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Gradlenker ist es am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 1201 bei Hochdorf gekommen. Nach Polizeiinformationen fuhr der Fahrer eines Mercedes in einer langgezogenen Rechtskurve von Notzingen in Richtung Hochdorf. Dabei kam er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Grat zusammen. Es kam zu mehreren Verletzten, einmal der Motorradfahrer und der Pkw-Fahrer sowie der Beifahrer des Motorradfahrers. Es gab 2 Schwerverletzte und 1 Leichtverletzten. Der Motorradfahrer ist noch an der Unfallstelle verstorben. Der Rettungsdienst war mit insgesamt 8 Einsatzkräften vor Ort, darunter 2 Notärzten. Ja, wir haben im großen Stil die Notfallnachsorge im Einsatz, da sowohl die beifahrenden Motorradfahrer als auch die Zeugen betreut werden müssen. Die Landesstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen für 1,5 Stunden vollgesperrt werden. Ermittlungen zum Unfallhergang, zu dem ein Gutachter eingeschaltet wurde, dauern an.